Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe hier einmal zwei Bilder. Ich öffne die mal, dann könnt ihr sehen, dass das im Prinzip so eine kleine Animation ist. Und aus diesen beiden Bildern möchte ich mit dem Programm GIMP hier ein animiertes GIF erstellen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt müsst ihr die Bilder im GIF hineinladen. Dazu geht ihr hier auf Datei und als Ebene öffnen. Ja, dann wählt ihr den Pfad aus, wo ihr die Bilder eben entsprechend abgelegt habt. Hier sind sie. Drückt die Steuerung A-Taste, damit alle Dateien entsprechend markiert sind. Es können auch mehr als zwei Bilder sein, je nachdem wie aufwendig die Bewegung ist. Und dann öffnet ihr das Ganze. So, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So, und schon seht ihr, dass hier zwei Ebenen sind und eben entsprechend die Bilder geöffnet worden sind. Jetzt müsst ihr gar nicht viel machen, um hier eine Animation zu erstellen, sondern ihr geht jetzt auf Datei und exportieren nach. Jetzt wählt ihr wieder den Pfad aus. Ich nehme wieder den Pfad, wo die anderen Bilder auch schon waren. Ja, hier handelt es sich um PNG-Dateien. Wir wollen ja, wie gesagt, eine GIF-Datei haben. Also müssen wir diese auch so benennen. Dann gehen wir hier auf Exportieren. Und jetzt gleich öffnet sich ein weiteres Fenster. Und das ist ganz entscheidend hier. Hier müssen wir als Animation anhaken. Dann können wir hier noch anhaken, ob das eine Schleife sein soll, die endlos so weitergeht, bis man das Bild eben schließt oder nicht. Und dann hier, wie schnell die Pause zwischen den einzelnen Bildern sein soll. Ich habe immer ganz gute Erfahrungen gemacht mit einem Wert von 200, dass sich das so ganz gut bewegt. Und jetzt müssen wir hier nur auf Exportieren gehen und wieder warten, bis er das fertig gespeichert hat. So, jetzt seht ihr hier, eine dritte Datei ist dazugekommen. Ich habe schon geguckt, welche, und zwar die mittlere. Das ist hier die GIF-Datei. Sehen wir auch, wenn wir auf Eigenschaften klicken, dass das hier eine GIF-Datei ist. Und wenn ich die jetzt öffne, dann werdet ihr sehen, dass ich hier gleich eine Animation habe. Ich würde sagen, nicht schön, aber selten. Aber so ist das Prinzip. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.